Hi, you. It's me again, and of course with Ben & Jerry's. I'm just overwhelmed with all the flavors that Ben & Jerry's is throwing out at the moment. I mean, the summer is coming. I'm excited about the summer. I'm excited to eat ice cream. But still, I think most of the people are more prone to eat ice cream in the summer, so Ben & Jerry's is just creating so many new flavors. I don't know about the CBD one, if you know anything about that, if that was just a joke or if it's actually really coming out, just tell me. But this one is a very special one to me because it's almost like a sorbet flavor. It's Pucker Upper, and it's one of the four flavors that they originally released as super special Scoop Shop flavors, but I couldn't even find them in the Scoop Shops, and now I guess they changed the plan and it's available in bodegas and like grocery stores as well. And it is a raspberry sorbet with a extra tart lemonade sorbet swirl. Oh, swirl, sorry. In the German part I said it's a lemonade sorbet, so no, it's just a swirl. And sour sugar bits. So I hope it won't be too sour, because anything that is too sour is not my favorite thing. Just comment down below if sour stuff is yours. We'll find out. It's a limited batch. I guess it's just available in the summer for now. Yeah, because it is almost a sorbet, it's not vegan. It's got milk in it, unfortunately. So all the vegans, I'm sorry. It's just, I don't know why they have to add milk, but that's another thing. Here are the ingredients. It's basically just water and sugar and some juice, and yeah, you can click pause if you like. But because it is a sorbet, no cream in it, there's barely any fat, just 2.5 grams of fat, only 480 calories per container, 35 grams of carbohydrates, and that's not a lot. Oh, that's weird. No, oh, I'm sorry, 160 grams of carbohydrates. I was just thinking, what? So much sugar and just 116 grams and not even a gram of protein. So that's it. I paid $5.99 for it, so it was just regular Ben & Jerry's price when they're not on sale. And it says, if you're a sucker for sour, this limited batch is packed with sour power, pucker opportunities galore, from the uber tart and tangy twist of raspberry and lemonade sorbets to the sweet and sassy blast of sour sugar bits. So it's supposed to be sour. We'll find out. I hope it's not too sour though. Oh wow, that's a crazy color right there. It does look natural though, just very pink. You can see the pink, you can see the swirl, and I think you can see the sour bits, and they seem to be really small. So I'm not looking for a pint where you can really scoop out any chunks. It's more like I think you get this sourness in every bite because the sour pieces are just so small. So I just tried the raspberry sorbet and it is really good. It does not taste too artificial, but it's just a sorbet. There's nothing really special about it. The consistency is not the best. There are better consistency sorbets out there. And the lemon part does just taste like lemon sorbet. It's not a swirl, you can see that it's just a second base, so this is more like marketing. It doesn't really taste like lemon, it just tastes like lemon. So basically it's lemon raspberry sorbet with little pearls, and the lemon sorbet is more sour than the pearls. They're like little sugar pearls, but I don't really get the sourness of them. The only difference to a regular sorbet is that you got the sugar pearls in it, which gives it a nice crunch and more sweetness to the sour lemon swirl. But it's nothing special. If you need something refreshing in the summer, you can definitely grab it. And I think it's just a cool addition to the creamy pints they usually have. I wish they had made it vegan. It really sucks that they added a little bit of milk. I don't even know where this comes from. Maybe in the pearls, I don't know. But I know that in the Scoop Shops you can always find some sorbets, and this is basically it, just put into a pint. So yeah, tell me if you like sorbets, if you have tried that one, what you think about it, and I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe and leave a thumbs up, okay? Bye! Leute, 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 es ist unglaublich, was hier in den USA gerade abgeht. Es kam schon wieder neues Ben & Jerry's raus.
was heißt schon wieder? Eigentlich habt ihr davon schon gehört, wenn ihr mein Video noch nicht gesehen habt, das mit den drei Sondersorten aus dem Scoop Shop. Und das ist die vierte Sorte, Pucker Upper. Und die wird es nicht nur im Scoop Shop geben, sondern generell auch in Supermärkten oder zumindest in so kleinen Bodegas, was das Späti-Äquivalent ist. Das ist die Sorte. Irgendwie freue ich mich drauf und irgendwie auch nicht. Es ist nämlich ein Himbeersorbet mit einem extra, was auch immer Tart heißt, ich vergesse das Wort immer, eher Limonadengeschmack-Sorbet und dann noch so sauren Zuckerstückchen drin. Also die sauren Zuckerstückchen, da bin ich sehr gespannt. Irgendwie erinnert mich das Ganze so ein bisschen an hier McFlurry-Brause. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwie in die Richtung geht. Dadurch, dass es wirklich einfach nur Sorbet ist, ist es relativ low calorie. Ihr habt nur 480 Kalorien pro Pint. Auch nicht ganz 400 Gramm, also ein bisschen luftiger. 2,5 Gramm Fett, also fast kein Fett. 35 Gramm Kohlenhydrate und ja, eigentlich kein Gramm Protein. Das ist wirklich einfach nur Zucker hier. Das könnt ihr auch an den Zutaten sehen. Die erste Zutat ist nämlich Wasser, danach kommt Zucker. Kommt auch richtiges Püree von Früchten vor. Also es ist immerhin auch nicht nur künstliche Geschmäcker oder so. Es ist Milch drin, es ist nicht vegan. Und Elderberry Juice klingt auch sehr spannend. Vanilleextrakt ist auch drin, um es wahrscheinlich so ein bisschen so einen extra Kick zu geben. Wir werden schauen. Das hier ist der Spruch. If you're a sucker for sour, this limited batch is packed with sour power Parker opportunities galore for the uber tart and tangy twist of raspberry and lemonade sorbets to the sweet and sassy blast of sour sugar bits. So basically, also hauptsächlich steht hier, dass es einfach nur sauer ist. Das will ich jetzt mal rausfinden. Ich bin sehr gespannt, Leute. Würdet ihr euch das kaufen, wenn es das in Deutschland gäbe? Zwei Sachen. Ich habe mich vertan. Wir haben 116 Kohlenhydrate, natürlich nicht 35, das wäre viel zu wenig. Und wir haben eine Himbeerbasis und einen Limonadenstrudel. Keine zweite Basis, aber sieht so ein bisschen so aus. Das ist der Strudel, das ist die Himbeerbasis. Sieht krass pink aus, aber irgendwie natürlich pink. Und das hier sind die kleinen sauren Stückchen, die sind wirklich mini, wenn ihr das sehen könnt. Also ihr dürft jetzt nichts erwarten, dass ihr euch irgendwie große Stückchen kommen. Das wird das einzige sein und die werden einfach so einen sauren Geschmack auf jedem Löffel machen. Also wir probieren jetzt mal. Ich fange aber mit der Himbeerbasis an. Also es ist wirklich einfach Sorbet, wie ihr hier sehen könnt. Und wie ein Swirl sieht es auch nicht aus. Eigentlich so, wie ich es vorgelesen habe, sieht es aus. Als wären es zwei verschiedene Basen. Das ist kein Swirl. Verdammt, ist das lecker. Das ist aber ein richtig gutes Sorbet. Die Konsistenz könnte besser sein. Das ist zum Beispiel das von Rewe cremiger. Aber der Geschmack überhaupt nicht künstlich. Richtig schön natürlich. Das gefällt mir super gut. Richtig toll. Man kriegt da schon so ein bisschen diesen Limonadengeschmack aus der hellen Basis. Da ist es, ich nenne sie Basis und nicht Swirl. Tut mir leid. Ich schmeckt einfach wie Zitroneneis. Also kann man Limonaden, was auch immer nennen, muss man einfach mit Zitroneneis. Diese kleinen sauren Stückchen sind wirklich mini, mini, mini. So wie kleine Zuckerperlen. Schmecken aber nicht wirklich so sauer. Also es ist nicht zu sauer, keine Sorge. Sauer durch das Zitroneneis. Aber das finde ich saurer als die Perlen selbst. Die sind so eher süß eigentlich. Kann man machen als Erfrischung mit nur 480 Kalorien. Ist mal lustig, so ein Sorbet von Ben Jerry's zu haben. Gibt es ja sonst immer nur in den Scoop Shops. Warum nicht? Aber ist jetzt nicht mein liebstes Ben Jerry's, also nichts Besonderes. Aber mal spannend. Kurze Review, sorry. Schreibt mal drunter, was ihr von Sorbet generell haltet, ihr Lieben. Ciao.